In dieser wunderschönen Stadt, wir haben das wunderschöne Stadion schon gesehen und ich denke, es ist so angerichtet, dass man sofort loslegen könnte. Also ja, bin selber echt mit großer Vorfreude losgeflogen, aber nicht nur, weil das Wetter gut ist und weil das Stadion schön aussieht, sondern weil ich auch glaube, dass wir eine echt gute Truppe zusammen haben und hat sich gestern schon wieder so ein bisschen auch bewahrt. Um wirklich zu versuchen, die Sachen, die wir jetzt angehen wollen, wir werden im Bereich auch Standards noch ein bisschen was machen, Spielzeit uns nehmen, aber auch noch ein bisschen in Richtung Umschaltspiel arbeiten, dass wir da konzentriert an die Sache rangehen und wie gesagt die Zeit einfach effektiv nutzen können, um dann gut vorbereitet zu sein auf das Spiel morgen und darauf hinzuarbeiten. Okay? Deutschland auf 3. 1, 2, 3. Deutschland! Ist, und das ist mir ganz, ganz wichtig, auch für nachher. Es geht nichts über das Team, nichts über das gemeinsame Arbeiten. Der Einzelne ist niemals wichtiger als das Team und das sieht man in der Form. Weil wenn ich alleine für mich wieder Kontakt bekomme und der Zollstock geht hoch, sind alle anderen daran beteiligt und niemand kann die Aufgabe erfüllen. Und so ist es nachher im Spiel ganz genauso. Wenn das Ich über dem Team steht, werden wir keinen Erfolg haben. Und das soll einmal anders dargestellt und wenigstens die Lehre daraus sein. Dass es wichtig ist, gemeinsam zu arbeiten, in jedem Moment. Und Handwerkszeug zu finden, damit es gelingen kann. Okay? Erster Schritt, wieder gedanklich uns darauf vorzubereiten, was erwartet uns. Das war erst der Anfang, das ist der entscheidende Punkt. Daran zu denken, da weitermachen zu wollen, da weiterzumachen zu wollen. Indem ihr das einbringt, indem ihr das aufs Parkett bringen könnt, was jeden Einzelnen ausmacht. Das ist entscheidend. Jetzt nicht aufzuhören, sondern diese Welle, diese Emotion, dieses geile Gefühl, was wir alle in uns haben, das jetzt gleich wieder zu transportieren und zu sagen, boah, es hat mir so viel Bock gemacht, ich will unbedingt nochmal. Das will ich nochmal erleben, da will ich mehr von. Das ist wie eine Sucht. Bei mir ist es wie eine Sucht. Deswegen freue ich mich unfassbar, dass es gleich losgeht und wir uns keine großen Gedanken machen müssen, sondern einfach wieder aufs Parkett können und einfach wieder loslegen können. Und dann weiß ich, dass wir erfolgreich sein können. Ja! Dreimal aufholen und am Ende so ein saugeiles Tor noch schießt. Ey, die Mannschaft verdient doch viel, viel mehr als das, Männer. Das war das erste Finale, das wir heute. Nee, gestern haben wir schon Finale. Heute das zweite. Jetzt haben wir noch 2, 3 vor uns. Auf geht's. Komm her! Komm, Schatz, Jungs! Los! 1, 2, 3! Deutschland! How much extra time? 2 Minuten. Zweimal wird unten angezeigt. Und dann kommt so ein Penalty-Shootout. Wir pfeifen nach 45 Sekunden Nachspielzeit ab. Ist okay. Okay, jetzt kommen wir tatsächlich dazu, Christoph. Anders als auf dem Großfeld gibt es eben kein Elfmeterschießen. Wir
Es gibt ein Shootout, ein Penalty-Shootout. Und von der letzten Mal. Sie gehen, ja, Junge, läuft an! Und bleibt hängen. Kim, halt ihn! Halt ihn! Halt ihn! Ja! Gib der Ball! Gib der Ball! Das ist dein Abend! Wir sind im Halbfinale! Tschüss! Halbfinale zu verlieren. Das ist mir schon zweimal passiert. Zweimal bin ich am Halbfinale gescheitert. Aber es hatte nur einen einzigen Grund. Wir waren an dem Tag, an beiden Tagen so verkrampft, dass wir vergessen haben, was wir geleistet haben. Sowohl vor der Reise hierhin, als auch die ganze Zeit hier und in jedem einzelnen Spiel, um dieses Spiel bestreiten zu dürfen. Das heißt, genießt das heiße Wetter, die Stimmung. Man, hier sind so viele Mannschaften, die uns jetzt heute zusehen, auf diesem Feld stehen wir. Wir haben das verdient. Also genießt es auch. Ja, genau das, Alter. Komm. 1, 2, 3. Wir brauchen jetzt einfach mal den Lucky Punch, auch wenn es im Moment vielleicht mal nicht Spielverlauf hat, ganz recht. Ja! Wir sind erneut im Shootout. Sind wir im Halbfinale? Geileren Abend, als er schon ist. Viel Spaß. Ganz genau, Männer. Ja, komm, Deutschland! Bleibt im Ballbesitz. Lasst ihn laufen. Okay, lasst ihn laufen. Dann kommt die Veränderung. Hier oder hier rein. Okay? Schafft euch Platz. Dann können wir den Ball spielen. Aber wir brauchen die Bewegung und den Umschaltimpuls. Wachsam, einfach. Standard, gut, verteidigt. Jetzt eins gegen eins! Geh durch! Ja! 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 Was für eine Szene! Und Wir geben die Bilder und feiern den neuen Weltmeistertag.
die Leute, die gehen so. So gehen die Bullen, die Bullen, die gehen so. So gehen die Leute, die Leute, die gehen so. So gehen die Leute, die Leute, die gehen so. So gehen die Leute, die Leute, die gehen so.